Willkommen zurück zu Let's Play der Herdinger Online. Immer auch in den Trollhöhen natürlich. Wir machen weiter. Wir haben letzte Folge die Region um dann Powerknife oder so ähnlich. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Erledigt hier oben. Haben da ein paar Untote neu entdeckt. Und ausgesperrt und haben jetzt noch die nördlichen Trollhöhen, so wie hier Talbrühen vor uns. Haben wir jetzt auch schon Quests, die nach Talbrühen führen, aber ich werde jetzt erstmal. So, deswegen mache ich aber erstmal die nördlichen. So, mache ich aber vorher. Ich glaube, da führen uns keine andere Quests hin, deswegen. Weil ich weiß nicht, die Hauptquest. Naja, egal. Wir holen uns erstmal die Stallmeister, machen eh die beiden Höhlen hier zuerst, die wir noch erkunden müssen für Kapitel 5. Und deshalb werde ich nach dem Stallmeister erstmal in der Tornhard zurückkehren wahrscheinlich und dann gucken, nicht, dass der uns dann auch wieder mit der Hauptquest hinführt und das wäre da einmal umsonst gewesen. Das will ich eigentlich nicht. Wenn ich so eine Erinnerung habe, dann macht er das auch nicht. Okay, das ist dieselbe Quest, wie die wir schon gemacht haben. Ja, ab hier wird es wieder ein bisschen böse. Deswegen auch die Ende der Musik. Und hier stehen auch schon Elite-Troller herum. Den ich erstmal dodge. Oben ist die Höhle. So, aber ja, müsste eigentlich schon wieder unter uns. Das ist eigentlich sechs Level. Da hat es geklaut. Da hinten haben wir ja eh wieder einen Buff. Ein Toro-Grott. Oh, hat nicht funktioniert. Ah doch, jetzt. Okay. Ich glaube, ich alles größer. Schade, wollte den Ballauf. Hat nicht geklappt. Der falsche Stein, deswegen hat es nicht geklappt. Diese Kästchen, ich brauche die doch alle nicht. Dann können wir wieder verkaufen gehen. Mal hier derweil ein paar von den Hufgegenständen reinhauen. Oh, guck mal da. Jetzt Freund der Elben im Bruchtal.
Ist das dann Verbündete, der den Verbruch schaut? Ah, sind wir da. Hier sind noch Aufzeichnungen, die wir lesen können. Die Höhle nur Rat, die hat mir, glaube ich... Genau, die haben wir jetzt erst. Der Fuß abhangst, der hat vorne aufgehört. Ah ja, ist nur eine Erklärung. Okay, das ist keine. Torngott liegt unweit von Ort. Der feste Bellergraben, zu viele Standorte bekannt in Anhausen. Wenn ich ausgerechnet nur Fähigkeiten, könnte ich die Torbung der feste Bellergraben. Okay. Sie kann euch zur Höhle Tinkrott führen. Interessant. Ah, okay, das meint die mit Torbogen zu Fist Billigramm. Leichteren Weg. Da sollte erstmal zu der. Dann wird es halt schwerer zu erreichen sein. Barate Gebelat. Seid ihr endlich? Betonisch, ich bin es zu groß. Es liegt viel Arbeit vor uns. Seid gegrüßt. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ich grüße euch. Ich weiß nicht, ob es hier heißt, aber im Osten gibt es eine Trollhöhle. Ich bin da vorbeigekommen, weil ich die Höhle gesucht habe. Wow. Geil, wir haben diese Stadtmeisterin. Bevor ich die Quests von ihr annehmen, will ich erstmal die Hauptquests weiter gemacht haben. Ich habe da was in Erinnerung, dass wir hier nochmal her müssen in den Norden. Auf der Trollhöhle. Und deswegen, ja. Okay, wenn wir eh die Spinnen sind, hätten wir die Quest vielleicht annehmen können. Naja, ist jetzt egal. Wir fällen uns da jetzt schon irgendwie durch. Da ist sie ja. Haben noch Inspiration, wenn wir gleich weitermachen. Schau mal, dass es hier zu diesen Kammern geht, nicht der andere Weg. Ja. Wir laufen ins Bild zu Illadan, wir waren nicht fündig.
So, also wenn ich damals uns helfen kann, das würde ich auch wieder einfach erreichen, wenn ich dann doch die Küste erstmal machen will. Ich habe das eigentlich gesagt, aber ich weiß, wie ich ihm gesagt habe, das glaube ich nur an den Deutschen müssen. Ich werde dafür den Deutschen Vorteil begrünen machen. Das sind jetzt die beiden Gebiete, die wir nur noch haben, dann sind die Tunnel schon wieder rum. Hier hinten natürlich noch Hochmoor und Teil der Riesen. Aber, ja. Sind doch sehr klein im Vergleich zu den Tönen zum Beispiel. Aber wie können wir das verkaufen? Das mache ich doch gleich mal. Weil ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal, ja, machen wir so. Die, die über 10 haben, erstmal aufheben. Von den Trophäen mal wieder welche abgeben. Aber so. Zwei, drei, vier, fünf, das dürfte genug sein. Die wir abgeben können, können wir eh nur fünf Stück pro Tag abgeben. So, dann haben wir hier noch eins, was wegwerfen können. Genau, wir haben hier eine Rolle, die wir lesen können. Können wir auch sogar noch lernen. Ich grüße euch. Man kann hier nur zu Baranslager, toll. Naja, das heißt gar nichts. Kostet zwar ein bisschen Silber, aber ich bin ja noch nicht pleite. Dementsprechend geht das alles. Torins Halle-Auftrag. Interessant, aber nee, ich wollte eigentlich irgendwo einen Bruchteil-Auftrag. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Machen. Das wäre mir lieber. Da wollen wir hin. Genau. Wir haben einmal gehärtete Panzer. Wir haben einmal extrem scharfe Klauen. Wir haben glatte Flügel. Wir haben glatte Schuppen. Gibt's nicht. Wir haben neue Schwertscheiden. Gibt's auch nicht. Da brauchen wir Langschwerter, haben wir aber. Noch 300 der Ruf, bitte. So, wir könnten nochmal zu Braut Langschwerter machen. So, dann haue ich mir hier nochmal die Martoms rein. Rufgegenstände. Seid gegrüßt. Kann ich euch irgendwie zu Diensten sein? Sandras verschärfen wir für Geld. So. Okay. Was kann ich Natas, für euch ihr habt meine Bitte entsprochen, dafür danke ich euch. Nein, schaut nicht so. Wenn ihr die Höhlen nicht durchsucht hättet, dann wären wir uns nicht sicher, dass das Gut sich dort versteckt und nur darauf wartet, um wieder anzugreifen. Jetzt haben wir schon einige mögliche Verstecke ausgeschlossen, das sollte uns froh stimmen. Ich werde Quintus Berlin zu ihm zurückbringen. Vorher habe ich einen anderen Auftrag und dieser könnte Früchte tragen. Bleibt noch einen Moment. Das Wissen des Onodrims. Wenn ihr die Höhle des Steintrogen gesucht habt, eine erfolgreiche Suche übrigens, seid nicht betrübt, dass ihr den Auftrag zu das Glück gefunden habt, habe ich von Barachen in den Düsen Träumen etwas erfahren. Mein Bruder hatte ihn geschickt, um die Gegend südlich der Schar zu wachen, und scheint es sich das gelohnt. Baran berichtet, dass er einen unheimlichen Onodrim gesehen hat. Wenn das stimmt, dann haben ältere und weisere Augen als die unsrigen, welche Nazgul rübergehen sehen, und man könnte uns einiges erzählen. Gewiss entlang der Straße, die in die südliche Tollhöhen führt. Baran hat Kundschafter entlang der Straße. Einer von kann ich zu ihm führen. Warum soll ich euch dann sagen, wo der eigensinnige Onodrim gesehen hat? So.
So, dann gleich wieder zurück zu Warns Lager. Was ich habe lange vermutet, dass die unten drin durch die Wallengebiete der Trollhöhlen wandern, aber ich habe noch nie einen davon getroffen. Als ich das Hochmauer in Richtung Imlatis kletterte, um Nachricht von Rochwin und Alflang zu bringen, wurde ich auf einmal von einem seltsamen Sturm überfallen. Ich kam auf Fahrdamm gegen südlich den großen Abhang hinunter in die Zahl der Riesen. Aus weiter Ferne sah ich einen Unotrieben, der wie ein großer Baum dastand, sein Blätter rot gefärbt. Wenn ich noch beobachtete, drehte ich langsam um und verschwand in einem großen Felsbrock. Ich forschte auch im Weg, den die Riesen in diesem Tal sind beachtlich und sprach mit diesem Unort. Vielleicht weiß er, wo die Nazgul ist, den er dann sucht. Natürlich im Tal der Riesen. Oh Mann. Naja. Mego Wannen. Dann halt zurück und ich weiß nicht, welche Quests Tal der Riesen sind. Keine Ahnung. Verdammt. Muss ich das doch zuerst machen. Ich will die nördlichen Trollhöhlen erst machen, wenn ich weiß, dass da keine Quests gibt. Was kann ich für euch tun? Hochtal schnelle Reise und dann reiten wir selber runter. Wenn wir eh schon da sind, können wir eigentlich gleich hier. Da können wir Stahlmeisterkette haben, ist ja easy. Das Haus des Herren hier noch machen. Müssen wir jetzt nochmal zum Eingang. Wir müssen eh mal in den Bruchtal für alles annehmen, auch wenn es in andere Gebiete führt. Ich meine, wir haben genug Questplätze mit 43. Okay. Jetzt kommt bitte Freeze. Ist jetzt nichts, dass es jetzt hier alles voll blocken würde. Also, wir haben eigentlich genug. Es lädt jetzt gerade nach Evendim, was stört. Ja. Es geht also nicht. Diese Probleme machen wir auch, gehen auch bald mal endlich an, weil eigentlich ist es schon lange vorbei. Die können wir jetzt auf jeden Fall auch easy wegmachen. Ich überlege gerade, ob wir bei Aragorn. Wisst ihr was? Aragorn hat nämlich auch eine Quest für Evendim. Könnte ich auch erst machen, wenn wir nach Evendim gehen, aber da wir ja auch einen Bruchteil mit jemandem reden müssen. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? 6 ist noch zu weit für uns. Ich muss mit euch sprechen. Wollen wir auch gar nicht. Das Körper kann auch behalten. Aber hier eine folgenschwere Entscheidung, würde ich ganz gerne machen. Seid gegrüßt. Weil dies grau, wie ihr seht. Diese braune Klinge habe ich lange Jahre unbenutzt getragen, Latras. Das ist die Reste von Nasdil. Ja, Nasdil. Das Schwert des Elendil aus Westernis in der Schlacht vor dem Schwarzen Tor von Mordor geschwungen hat. Das Schwert, das im Kampf gegen Sauron auf den Engen des Orodrin unter ihm zerbrach. Obwohl Gilgalad gefallen war und Elendil erschlagen worden war, standen zwei noch immer gegen die Macht Saurons im Schatten jenes grausamen Berges. Isildur, der Sohn des Königs und Elrond der Halbelb, Herold des Gilgalad. Mit letzter Kraft nahm Isildur das zerbrochene Heft Nasils und schlug den einen Ring von seinem Finger. Die Macht des dunklen Herrschers war gebrochen. Das Licht von Nasil war erloschen, aber die Bruchstücke wurden wieder in den Norden gebracht, auch wenn Isildur selbst nie von den Schwertelfeldern zurückkehrte. Sie wurden in seiner Linie unzählige Jahre lang von dem Vater an den Sohn weitergegeben, aber das Schwert wurde nie neu geschmiedet. Die alten Siege waren jedoch nicht von Dauer, Natras, und der Schatten ist zurückgekehrt. Wir bauen wieder Nase des Licht. Die Klinge muss neu geschmiedet werden. Sprech mit Hermelin in den Schmieden hier im Bruchtal, im Nordwesten des Tals. Bericht ihm von meiner Entscheidung. Ich möchte, dass er weiß, dass Nase neu geschaffen werden soll. Gut. Was benötigt ihr? Na gewonnen, ihr kommt von Erdal irgendwas mit einer Nachricht von Erdal Errond, dann werde ich euch schleunigst zu eurer Wege schicken. Folgt von hier aus der Straße nach Osten bis über die erste Brücke, folgt der Straße weiter nach Norden und Nordosten, dann werde ich schon bald das letzte heimliche Haus sehen. Errond hält sich oft seine Bibliothek im Obergeschoss auf. Gut, dann gehen wir nochmal mit Errond. Steht nämlich in Evendim drin, seht ihr? Deswegen. Aber wer wird die dann machen und dann erst danach die Quest hier sehen, ist es dann zu spät.
über Alex. Too much los hier, ey. Ich grüße euch, wie kann der Herr vom Bruder euch zu Diensten sein? Was sagt ihr da? Ein armer Mann erweckt nur den Antornaev. Mein Sohn hatte recht, dürfen nicht darauf zusehen. Ich denke, dass ihr mich über den Kenntnis gesetzt habt. Ich werde dafür sorgen, dass Böses in Ruin getilgt wird. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Laut der Ruhe. Wenn wir sich nachdenken, dass wir uns das Böses noch an Antornaev kümmern werden, obwohl ich mich schon entscheiden muss, wie ihr dies am besten anstellen. In der Zwischenzeit solltet ihr die Gelegenheit nutzen, euch ausruhen. Bruchtal ist ein Refugium für jeden, der in friedliche Absicht kommt. Wir haben sogar schon Gäste in unserem Haus, die sich von ihren Strapazen erholen. Ihr solltet sie aufsuchen, mit ihnen sprechen. Bilbo Beutlin verbringt die meiste Zeit in der Halle des Feuers und gibt die Lieder und Geschichte zum Besten, die er für seinen Freund Lindy schreibt. Bilbo Beutlin natürlich. Aber könnt ihr gerne nach den Grauen in Bilbos Wohnung antreffen. Er hat vielerlei Sorgen, aber Frodo Beutlin ist seine Größte. Ihr solltet bald aufsuchen, wenn ihr hier seid. Erfüllt die Aufgaben zu, das Rätselspiel erfüllt Frodos Bildung. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. So, Bilbos Zimmer. Das ist eine weitere Version von Gandalf. Weil er kann es halt einfach. Er ist einfach mehr und mehr gleichzeitig. Hättet ihr vielleicht die Güte, mir zu helfen? Genau, ja. Yeah. Frodos Last. Ich brauche einen Abenteuer nach Atras. Und ihr kommt mir gerade recht. Mein Freund Frodo wird bald zu einer dringenden geheimen Aufgabe aufbrechen. Hobbits sind bemerkenswerte Kreaturen und Frodo ist auch bemerkenswerter als die meisten Hobbits. Er hat freiwillig eine Aufgabe übernommen, die selbst den Mutigsten und der Weltgeschichte Respekt einflussen dürfte. Frag mich nicht nach seiner Aufgabe und fragt auch Frodo nicht. Mag sein, dass er darüber sprechen möchte, doch das wäre besser, wenn er es nicht hätte. Ich bitte euch, sprecht mit ihm, macht euch ein Bild von seiner Gemütslage. Viel hängt von eurem Mut und seinem Verstand als Hobbit ab. Da möchte ich nur ungern eine Gefahr aussetzen, wenn er darauf kommt, dass er nicht vorbereitet ist. Sprecht Frodo und Bruchtal. Es ist mir eine Freude, euch zu treffen. Ihr seid gar befreundet, in der Tat, er ist sehr geheimnisvoll. Tut mir leid, ich behörde mich selbst. Mir gehen viele Dinge durch den Kopf. Dies ist ein Ort des Friedens und ich weiß, dass Bilbo seine Tage glücklich mit Rätseln und Gesang in der Höhle des Halle des Feuers verbringt. Doch ich fühle mich einfach so weit weg von zu Hause. Möchte mir spazieren gehen, die Luft wird mir gut tun, ich würde gerne von einem Abenteuer hören. Ich danke euch für die Gesellschaft. Das wird ja schön, ich habe das Wunder in der langen Phase stets genossen. Ja komm, auf geht's, Frodo. Machen wir einen Spaziergang. Ich mache mir Sorgen um Frodo, denn auf seinen Schultern ruht eine große Last. Ich hoffe, dass diejenigen, die ich zu seinem Schutz entsandt habe, erkennen werden, ob sein Geist stark genug ist für die Aufgabe, die ihm zuteil wurde. Wahrlich ein guter Zeitpunkt für einen Spaziergang. Dann können wir mal eure Abenteuer berichten. Es geht doch nicht über eine gute Abenteuergeschichte. Wäre Abenteuer ist oft nicht das gleiche, nicht wahr? Gehen wir froh spazieren. Seid ihr schon lange im Bruchtal? Nö, erst vor kurzem hier angekommen. Sam findet, dass es ein seltsamer Ort ist, doch ich glaube, es gefällt ihm auch. Steht hier gerne Abenteuer. Yo, so leveln wir halt, ne? So ein Job. Oh, wir haben ein Leben bekommen. Es ist gut, wenn wir normal gehen, sind wir trotzdem schneller als Frodo. Eins hatte ich mir gewünscht, Abenteuer mit Bilbo zu erleben. Mein Abenteuer war überhaupt nicht die Bilbos. Es ist so wunderschön hier, du hast es nicht mit dem Auenland zu vergleichen. Tut mir leid, ich bin heute Abend keine gute Gesellschaft, oder? Ich muss etwas erledigen. Doch, ich habe Angst. Ich habe Angst um meine Freunde. Sie haben mich zu gern, als dass sie mich die Sache alleine erledigen lassen würden. Ja, die Sache, von der wissen wir natürlich. Ich wüsste fast, es wäre nicht so.
Ich meine es nicht so. Ich sollte froh sein, so gute Freunde zu haben. Ich sehe, dass kein Anlass zur Sorge besteht. Ja, hast eine lange Reise vor dir. Schließlich werde ich viel starke Beschützer haben. Herr Elrond wollte nicht, dass ich alleine gehe. Gandalf wird auch bei mir sein. Er würde nicht zulassen, dass mir etwas zustößt. Seid ihr, Herr Frodi, sollte ich alleine fortgehen, wisst ihr? Was für ein schöner. Ich habe schon immer gesagt, dass ein schöner Springer in der Nacht auf wahre Mutter zu wirken vermag, wenn man einen klaren Kopf bekommen will. Mir scheint, dass ich recht hatte. Ich fühle mich jetzt viel besser in Atras. Ich habe unsere Haltung genossen. Sollten wir einander wiedersehen und halten uns erneut. Wenn ich euch wiedersehe, meine ich. Wenn ich euch wiedersehe, meine ich. Ja. Wir werden euch doppelt begleiten, wenn auch mit etwas Abstand. So. Nicht direkt. Dann ist alles gut. Frodo steht so hoch wie ihr in jedem Ansehen der Trasse. Und ja, vielen Dank dafür, dass ihr ihn begleitet habt. Er ist aus hartem Holz geschnitzt, unser Frodo. Und es ist so natürlich, dass er sich Sorgen macht. Sie werden ihnen in harten Zeiten Kraft geben und nicht schwächen. Frodo wird schon klarkommen. Ich danke euch, Natras. Wir mögen euch auf Reisen schneller aus der Gefahr führen, als sie euch hineingeführt haben. Niemand kann alle Wege sehen, die vor uns liegen. Ja. Das muss sein. Wir haben Pippin. So, Halle des Feuers haben wir auch noch Quests. Ich glaube, Gästezimmer auch, oder? Ne, brauchen wir Buch 12. Für. Gut, Halle des Feuers. Da sitzen sie immer zusammen, erzählen sie Stories. Und singen Lieder und so. Bücher. Keiner des Buches wissen Bescheid. Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Ja, eine Angelquest. Okay, ist halb grün, das können wir eigentlich annehmen. Hakenschnur, ich habe ja gesagt, ich mache alles. Hakenschnur und Senkblei, was wir machen können halt. Jetzt, da ihr die Kunst des Angels erlernt habt, benötigt ihr entsprechende Ausrüstung. Die Eivor braucht einen sehr geschickten Handwerker. Es gibt hier auch einen Mann, der Trolle und Garbert, dem es momentan nicht gut geht. Gerade wurde verletzt, wie diese Menschen so häufig passiert, und kann nicht reisen. Jetzt hat kaum Fische und Angelzubehör verkauft, dass ich um ihn und seine Familie bange. Für Menschen kennt er sich wirklich gut mit Füßen und Wasser aus. Seine Fähigkeiten lassen sich fast mit dem von Elronds Volk vergleichen. Wenn er einen Angriff sucht, würde ich euch darum bitten, Garbert aufzusuchen. Er sollte seine Hütte im Tal, wo ihn südlich von hier in der Nähe des Flusses sein. Gut, Spezial, ja. So, und Bilbo hat eine Questreihe in den Nebel Zivilgebiet geführt. Das Rätselspiel müssen wir was machen. Habt ihr Lust, bei unserem Spielchen mitzumachen? Sehr gegrüßt, Hüter. Ich frage mich, ob ihr einem Hobbit helfen könntet, der Verstand nicht mehr so flink ist wie einst. Ich versuche mich in Linie an einem Rätsel, natürlich unter Freunden. Dies ist dein neuestes. Oft halte ich deine Hand, doch fehlen mir Hände zum Halten. Oft darf ich im Sommer, doch gebe ich mein Bestes, wenn es kalt wird. Oft fehle ich meine Gefährten, doch ehrlich gesagt kämpfe es mich nicht. Ehrlich gesagt, ich bin überfragt. Ich wollte noch mit Linde möglicherweise noch ein oder zwei wichtige Verse vergessen. Ich grüße euch. Diesmal wollte ich ausnahmsweise einen der volkstypischen Rätsel nehmen, die so mag. Und kein weiteres Mysterium im Reich der Elfen. Und so scheint es, dass ein Geist des Sperrens in der Dichtung schwebt und nicht einmal ein altmodisches Rätsel der Hobbits zu lösen vermag. Dort werde ich euch einen Hinweis geben, dass ich auch Bilbo gab. Dieses Rätsel findet sich hier im letzten heiligen Haus. Findet sich übrigens hierher, um das Rätsel zu lösen. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, keine Ahnung. Die Questkette kenne ich ehrlich gesagt nicht. Bestimmt nicht so viele Objekte, die man aufheben kann. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. So, doch dauert es mich nicht, so ist es halt. Ah, Handschuhe. Ich weiß nicht, wo ich das Handschuhe auftragen soll. Habe ich jetzt gesagt, dass das Handschuhe sind, weil es würde halt passen. Ne, die halten uns die Hände, auch wenn er keine Hände hat. Ja, und die Handschuhe selbst haben ja keine Hände. Im Sommer braucht man sie weniger, aber wenn es kalt ist, dann sind sie halt nützlich, dass man sie hat. Und im Winter ja, auch verliert er seinen Gefährten. Ne, also so einen Handschuh verliert man sehr leicht. So würde ich das jetzt einfach eruieren. Sollte zumindest passen. Das ist angeblich hier, ja, genau, Arbeitshandschuhe. Das ist auch das Einzige, was wir aufnehmen können. Wenn sie mehr Objekte gelegen hätten, dann ist es glücklicher geworden. Aber so.
Ah, guck mal, sie haben mal passiv vor das Auge, was? Suilight Mellon. Und weiter jetzt wechseln würdet unter uns. Es ist ein Bild, das Ganze vorzustellen. Jetzt sollte ich die besprechende Erfahrung bringen, was er mir aufgeben will. Diesmal wird es schwierig. Nini, die habe ich überlistet. Ich habe meinen kleinen Vater an Elbenkunde des Schöbern nach einem Gedicht oder eine Geschichte gesucht, die zu einem Fest passen könnte. Doch ich hätte an Schlechteres denken sollen. Doch ich bin gespannt, ob er mein nächstes Rätsel lösen kann. Ich würde gerne meine Geschichte über Elbenkunde vortragen, doch fürchte ich Linias Gelächter mehr als ein Bilbisschwert. Also werde ich seinem Beispiel folgen, mir ein weiteres schlichtes Rätsel einfach lassen, als dass er lösen könnte, indem ich noch einen weiteren Gegenstand Bruchteil sucht. Hier ist es. Mein Bart, der ist aus borstigem Haar, doch weder an Kinn noch Wange war er je war. Manch eine Hand hält mich, doch nie zu zärtlichem Zweck, doch bin ich der Erste, wenn es gilt zu tilgen den Dreck. Ein Besen. Ein Besen oder ein, ja, wir brauchen hier einen Besen. Ich weiß zwar nicht, wo wir einen finden sollen, aber etwas, was kehrt halt. Das kann auch ein Kehrbesen sein. Der hat nämlich auch Borsten. Kann es auch im Bilbuszimmer liegen. Da muss es wirklich im Heimlinghaus sein. Also im Gebiet Heimlinghaus, was jetzt quasi das ja alles wäre. Ostveranda. Okay, es ist halt eine Veranda. Da ist das neue Chief of Traceries, wo jeder jetzt lang läuft. Ja. Das Bibliothek hat anscheinend auch einen oberen Ausgang, aber ist ja auch nicht. Also stimmt ja, ist derselbe Treppe. Ich bin so dumm. Wenn jetzt hier kein Besen in der Bibliothek drin steht, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es vielleicht doch eine falsche Beschreibung. Das kann auch außerhalb vom Haus sein. Also hier in der Bibliothek Besen stehen, das macht gar keinen Sinn. Nee, das ist ein komischer Stein. Kein Besen. Der Gegner der Gelehrten, aber da kann man normalerweise nur rein, wenn man ein Abo hat oder halt es gekauft hat, aber tatsächlich. Das ist die Idee, krass. Das kann ja doch jeder rein, vielleicht. Ja, das ist nicht machbar. Wenn man keine, Gildenzugang gekauft hat, dass man da nicht rein kann, dann ist keine. So, dann kommen wir wieder her hier, Robert. Was bodenständiger als ein Reisig gewesen sein. Mir scheint, selbst Elben müssen dann mal einmal putzen. Da seid ihr ja. Der Rätsel finde. Während der Abwesenheit hat mir Linda erzählt, dass ihm so etwas ganz großes Spiel eingefallen ist. Offenbar hat er ein neues Rätsel auf der Rückseite aus einem Pergament aus Gondor gefunden. Er soll ungern mit ihm sprechen. Ich wüsste zu gerne, worum es bei dem Rätsel geht. Ich grüße euch. Pergament kann in der Welt der Menschen zeitweise schwer zu finden sein. Daher wundert es mich nicht, ein Rätsel auf der Rückseite einer Chronik von Gondor zu finden. Vielleicht hat ein junger Schreiber aus dem Turm zu viel Zeit. Wie es der Zufall will, ist die Lösung irgendwo im Bruchstadt zu finden. Da füllt die Lungen, folgt der Warnung, sie kommen und bringen, Schwerter und Klingen, mein Werk ist getan, bis man mich erneut ruft. Jetzt reimt sich aber nicht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ein Blasebalg. Hätte ich jetzt gesagt, so ganz basic halt, ne, weil Schmieden braucht man Blasebalg. Aber wenn es hier in einem heiligen Haus sein soll.
Hier ist irgendwo ein Bruchtal. Das könnte ja dann bei den Schmieden sein, außerhalb von meinem letzten heiligen Haus. Ich wüsste nicht, wo sonst ein Blaserberg liegen könnte. Ich sage nicht zu dem Aussehen von dem. Ah, schau mal, wir haben sogar einen Questweg, Quests. Ein Questgebiet, dann gehen wir doch da mal hin. Und ja, ich weiß, ich wollte eigentlich jetzt die Hauptquest weitermachen. Mich ist halt der Riesenreiter, aber ja. Ist doch so ein bisschen Hobbit-Quests geworden. Zufall, aber hier kann ja gar nicht viel sein. Hm. Ich wäre auch falsch. Das Gebiet ist einfach nur so irgendwo halt, aber das ist dann sehr verwirrend. Da gibt es auch eine Schmiede, ne? Ich glaube, der Questmarker ist ein bisschen irritierend. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt ein andermal. Wir reiten mal in Richtung Riesental der Riesen und die Hauptquest jetzt machen. Das machen wir noch, dann beende ich die Folge. Da unten liegt halt auch für unwahrscheinlich. Könnte ich im Gästezimmer auch aber liegen, klar. Oder ich wüsste jetzt nicht. Bin ich echt doch falsch mit dem Item. Das kann natürlich sein. Gucken wir nochmal ins Gästezimmer rein, wenn wir schon mal vorbeireiten. Warum die Jungs hier eigentlich nicht im. Da vorne so finden sind, aber gut. Ich grüße euch. Ah, man kann einfach. Kann natürlich auch mit ihm sprechen, stimmt. Was ist das? Ein Spiel? Ha! Ich verstehe ein Rätsel als Gondor. Nur dann seid ihr in der Tat in den Geschehen geraten. Nein, mein Horn kann ich nicht einmal für eine Mutter überlassen, denn Horn ist in der Tat die Antwort. Das ist meine Pflicht zu tragen. Da kann ich euch etwas geben, das genügen dürfte. Das zeichnet meines Standards des selben Successes. Wie ihr seht, ist auf ein Horn mit dem weißen Baum von Gondor abgebildet. Der dieselbe Kundige wird mit diesem Abzeichen zufrieden sein. Gut, aber da wir jetzt halt Riesen wollen, ich da keinen Stallmeister gerade für brauche, reicht das mal halt selbst. Da kurz mal hin. Horn ist also die Lösung gewesen, kein Blasebalg. Naja.
Ich weiß nicht, ob ich von da jetzt wirklich schnell nach Bruchteilsache reiten sollte, aber nicht, ob ich nicht doch händisch dann aber zurückreite. Bis zur nächsten Folge. Da müsste ich jetzt aber jetzt wenigstens noch den Ort finden. Macht der Plan keinen Sinn. Wir sind so unser Level. Okay, der ist ein bisschen zu hart für uns, sind wir mal ehrlich. Wir sollen noch nicht hier sein. Nun, dann starte ich mit ausgekugelten Augen an. Seine Burgen-ähnliche Haus wird der Platz gezeichnet, er klappt Geräusche im Mund auf und zu. Und man blitzt in den tiefen Quellen seiner Augen Wut auf. Das sieht noch nicht. Sprecht mit Eladan. Cool, Leute, was würde ich sagen, machen wir nächste Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.